Mein Kollege Andreas Schmidt hat den Prozessauftakt beobachtet. Punkt des Prozesses wird die Schuldfähigkeit des Angeklagten sein. Wie hast du Ibrahim A. heute erlebt? Also auf mich für Journalistinnen und Journalisten saßen. Mit weit aufgerissenen schon, schon gesehen, dass, dass er nicht mit seinem Anwalt mehr reden möchte. Waren auch Überlebende des Attentats im Gerichtssaal heute? Ob ich also, bin ich mir sicher, dass das ist eine sehr traumatische Erfahrung ist. Ein sehr langer Prozess. Es gibt acht Nebenkläger, 127 Zeugen. Wann ist mit einem Urteil zu rechnen? dann Nicht nur die äh, Ergebnisse der Zeugenvernehmungen. Kutter! Am Horizont, das ist nicht nur ein schönes Postkartenmotiv, sondern eines der ältesten Gewerbe hier im Land. Inzwischen sind aber immer weniger Kutter vor dem Land zwischen den Meeren, wie wir uns ja nennen, unterwegs. Obwohl ihre Umsätze im vergangenen Jahr leicht gestiegen sind, sorgen sich die Fischer auf, den, auf dem Landesfischereitag in Rendsburg um ihre Zukunft.